No disrespect for local culture. Welcome to the ILA in Berlin. We are traveling, of course, always in style. We are sitting here in the Emirates A380 onboard lounge. That is luxury you can really touch and grab everywhere. And of course, with Anne, the world bestest crew, and everybody here is the world bestest crew, of course. So my heart goes out to all cabin crew from Emirates Airlines. And I will give you some more impressions about the Emirates wonderful A380 aircraft. Should we say bye-bye? Bye-bye. Bye. Nach dem Gruß aus der Onboard-Lounge haben wir natürlich auch Themen. Einmal ILA, die besten Bilder will ich jetzt nicht sagen, aber wir haben Flugzeuge für euch eingefangen. Dann geht es weiter mit Emirates. Und zwar Emirates hat so einen Plan B, wenn die 777X nicht kommt. Und am Flughafen Stuttgart gibt es mit Kiss and Fly handfeste Streitereien. Und um den Sommer noch ein bisschen geschmeidiger zu gestalten, fordert die Verdi 9,5% Lohnerhöhung für die Leute am Boden. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Heute bringen wir euch auch Aviation News, aber denkt dran, dass ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht. Und wir haben gerade die 2000er Schwelle überschritten. Danke euch, dass ihr uns so unterstützt und dass ihr uns helft zu wachsen. Ich gebe natürlich meine Liebe auch an euch zurück, nicht nur an die Emirates Crew wie in dem Video Gruß, sondern auch logischerweise an euch, indem ich in Berlin auf der ILA rumgelaufen bin. Hab auch Farbe gekriegt. Das erste Thema, Parkgebühren Kiss and Fly Zone am Stuttgarter Flughafen, sorgt für Stress, warme und noch wärmere Momente anscheinend. Weil wo Kiss and Fly ist, ist wohl auch Liebe im Spiel und deshalb sind die Leute da etwas emotional geladener. Man kann am Flughafen nur noch, und da gucke ich kurz auf die Tabelle, bis zu 8 Minuten kostenfrei parken. Ab dann wird es richtig teuer. Wenn man 10 bis 15 Minuten in der Bude steht, dann, 8 bis 10 sind 5 Euro, die wollte ich nicht unterschlagen, aber 10 bis 15 sind 10 Euro, dann geht das weiter. 10 bis 15 bis 20 sind 20 Euro, 30 Euro für 20 bis 30 Minuten. Und wenn ihr länger als 30 Minuten parkt, 90, ich wiederhole es in Worten, 90 Euro. Das, also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Es gab natürlich Probleme, dass Leute bei Kiss and Fly und so weiter da so ein bisschen Stress gemacht haben. Aber das Dilemma ist halt einfach, dass das realitätsfremd ist. Es gibt ja Situationen, zum Beispiel, dass man hinter einem Auto steht, was nicht rauskommt, damit sich die Zeit erhöht. Dann hat man auf einmal von 8 Minuten, ist man auf 9 Minuten. Also das ist alles für mich nicht sehr ausgegoren, was da passiert. Und dann gab es wohl einen, ja, nennen wir es einfach mal Faustkampf-Freestyle. Weltergewicht, schätze ich mal. Der 48-jährige Autofahrer habe sich laut der Polizei stark über den geforderten Beitrag geärgert und hat sich dann beim Parklotsen beschwert. Während er sich beim Parklotsen beschwert hat, was ist dann natürlich passiert, ist, dass die Parkgebühr aufgrund der fortgeschrittenen Zeit von 20 Euro auf 30 Euro erhöht worden ist. Ja, klar. Das war aber dann der Moment, wo der Kollege dann gedacht hat, hier wird auf die 12. Und ja, wie soll ich sagen, in der Zeitung dazu, und das ist hier in der BB24 steht, bei der Auseinandersetzung verletzten sich die Kontrahenten leicht. Ja, also insofern nur mal kurz der Hinweis, benehmt euch ordentlich, wenn ihr in Stuttgart am Flughafen seid, die Fluglotsen, sag ich, die Parklotsen, die können da gar nichts für. Aber der Flughafen muss sich da auch was einfallen lassen, also 8 Minuten geht gar nicht, und vor allem wenn ein Rückstau kommt, also kommentiert, was ihr dazu denkt. Habe ich einen Abonnierbefehl eigentlich gesagt? Ja, habe ich, ne? Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert und so, ihr wisst das ja schon. Emirates Airlines, nachdem wir heute in der Onboard Lounge zu Besuch waren und noch ein paar Eindrücke geschossen haben, die allerdings später kommen, und morgen werde ich auch noch ein paar Eindrücke nochmal nachschießen, hat man bei der 787 Boeing von Emirates Seite aus auch so ein paar Verspätungstraumata. Dann gibt es ja auch bei der 777X Verspätungstraumata, aber auch man am Golf braucht man Flugzeuge. Und deshalb möchte man sich den A350-1000 angucken.
Airbus würde sich natürlich über die Order freuen und man möchte auch eventuell mehr A350 zugunsten einer reduzierten 787-9er Bestellung gönnen. Diese sollen zwar schneller geliefert werden, aber Emirates hat halt 50 A350er schon bestellt. Jetzt wollen sie diese natürlich auch eventuell aufstocken und man will sich die 1000er-Variante angucken. Tim Clark hat ja in Doha dazu auch gesagt, ja, die 1000er-Variante wollen wir auch gucken, aber es sind Rolls-Royce-Triebwerke und Rolls-Royce hat Probleme. Und das Triebwerk soll mindestens 2 bis 3 Stunden unter dem Flügel hängen können, ohne Stress. Ich finde 2000 bis 300 finde ich so eine Zahl, die relativ lang ist, aber okay. 2000 und 3000, das ist ja ein Unterschied von einem Drittel. Also insofern ist da anscheinend Bandbreite. Dann sagt man auch zur Oberflächenbeschichtung, Tim Clark-like auch, der heute auch auf der ILA war, hey, würden wir das Flugzeug bestellen, wenn wir dieses Problem als Problem ansehen würden? Und das Originalzitat ist, sicher gibt es ein Problem und wir haben auf den Präsentationen gesehen, was sie planen, um das Ganze zu eliminieren. Also gute Aussichten bei Airbus, hoffentlich klappt das auch, dass Airbus da zum Zug kommt. Ich finde das Flugzeug sehr gut. Airbus zum Zug ist natürlich die ILA Highlights. A350 ist da das Experimentalflugzeug mit dem Kennzeichen Whisky Whisky Charlie Foxtrot, natürlich französische Kennung, also ein F vorne. Und es ist halt auch ein besonderes Jahr. Olaf Scholz hat diese ILA ja eröffnet und während der Eröffnung auch auf die zwei Hauptthemen hingewiesen. Einmal Nachhaltigkeit, aber auch auf den militärischen Teil. Ich persönlich bin kein Militärfan, war allerdings heute auch in der A400M drin, weil sie von meinem alten Geschwader waren. Ich war ja in Wunstorf-Lute als Wehrpflichtiger, wenn ich mal so sagen darf, vor dem Koreakrieg. Egal, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Und die Transa ist weg und jetzt ist das LTG-Geschwader halt mit den A400M gesegnet. Hab mir da was angeguckt, war sehr, sehr schön. Habt ihr auch die Bilder jetzt gerade gesehen, wie sie hinter mir geflogen ist oder über mir, auf mir, neben mir geflogen ist, auf der Landebahn. Also sehr, sehr schön. Und dann die Beluga, die da steht. Auch im Hintergrund und natürlich auch von außen der Airbus A380. Von mir noch ein paar warme Worte zu ILA selber. Es lohnt sich, dahin zu gehen. Wichtig ist allerdings, dass ihr dann wissen müsst, dass es, wenn es um zivilen Bereich geht, halt wirklich das, was ich aufgezählt habe, fast schon das Ende der Fahnenstange ist. Der Rest ist militärisch. Es gibt einen interessanten Raum, wo man das Nachtsichtgerät ausprobieren konnte. Man gab mir das Nachtsichtgerät mit den Worten, das kostet 40.000 Euro, wenn du es kaputt machst. Und da hat man halt gesehen, dass man Flugzeuge mit einem bestimmten Licht ausstatten kann. Und dann sieht man es und der Feind sieht es nicht, obwohl er diese Technik auch hat. Das war mir etwas fremd, das hatte ich nicht verstanden. Aber nun gut, so ist es bei der Bundeswehr. Deshalb bin ich vielleicht auch weg, weil ich es nicht verstanden habe. Was ich auch nicht verstehe, ist Verdi. Verdi fordert 9,5% für das Lufthansa-Bodenpersonal. Das sind rund 20.000 Beschäftigte. Das sind die, die uns unsere Check-ins machen und so weiter und so fort. Die Gewerkschaft will für die Mitarbeiter bei der Lufthansa AG Boden, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems, Lufthansa Technik, Logistik, Dienstleistungen, Lufthansa Cargo und der Lufthansa Service Gesellschaft 9,5% mehr Lohn. Ganz viele. Und mindestens aber 350 Euro bei 12 Monaten Laufzeit durchsetzen. 12 Monate Laufzeit halte ich immer für sehr kurz. Und nach 3 Jahren Lohnverzicht sagt man, man möchte das zur Stabilisierung haben. Stabilisierung ist ein schweres Wort. Und gerade auch bei der Corona-Pandemie sieht man natürlich, dass das Personal eng ist, gesät ist und auch nicht so viele Leute dazu bekommen sind. Und man muss halt auch die Lage des Unternehmens betrachten, sagt die Lufthansa. Und da zitiere ich, vor diesem Hintergrund fällt es schwer, die Höhe und die Laufzeit der Forderung nachzuvollziehen. Am Ende des Tages wissen wir alle, es wird nicht auf 9,5 wahrscheinlich rauslaufen. Man wird sich irgendwo in der Mitte treffen. Aber wir werden vielleicht als Passagiere einfach das Problem haben und ausbaden müssen, was da passiert. Und damit wäre, wenn die Forderung noch von 9,5% mehr Gehalt für Verdi-Beschäftigte ist, ein Stundenlohn von mindestens 13 Euro. Das klingt natürlich wieder ein bisschen anders, 13 Euro Stundenlohn als 9,5 Lohnforderung.
mit der geplanten Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 müsse es einen tariflichen Abstand geben. Damit will natürlich die Verdi sich selber wichtig machen und sagen, sie haben einen Sinn. Klar, versteht man. Aber wenn wir uns die ganze Situation angucken und ihr erinnert euch an die Sendung vor 2 Tagen, wo ich mich da so ein bisschen drüber aufgeregt habe, über die Situation am Boden, dass die Leute da halt den Job nicht machen. Willy Walsh hatte das ja eigentlich auch gesagt. Der versteht da mehr von wie ich. Auf jeden Fall ist es halt einfach so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die uns da helfen, natürlich damit auch eine Lohnpreisspirale losbrechen. Aber ich sage jetzt natürlich nicht, dass man in den geringen Löhnen da kein Gehalt erhöhen sollte. Lohnpreisspirale für Leute, die da nicht wissen, was das heißt, ist einfach so, in dem Moment, wo die Gehälter steigen, steigen die Lohnkosten. In dem Moment, wo die Lohnkosten steigen, müssen die Fluggesellschaft die Preise erhöhen, damit müssen sie die Preise erhöhen, damit treiben sie Inflation und weiter. Und dann hat man so eine Spirale, die sich eigentlich immer hochschaukelt. Nur auf der anderen Seite, ich bin ein großer Verfechter davon, dass die Leute, die ehrlich arbeiten, von ihrer ehrlichen Arbeit leben können müssen. Und schauen wir uns an, was in der Luftfahrtbranche los ist. Es gibt keine Flugbegleiterinnen, Flugbegleiter, Bodenpersonal. Dann müsst ihr die Löhne erhöhen. Also insofern bleibt euch nichts übrig, aber hofft, anderes übrig, so ist es richtig formuliert. Aber ich hoffe, dass es ohne Streik geht und dass wir weniger Stress haben und weniger Flüge storniert werden müssen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, heute aus dem Indigo Hotel in Berlin. Spreeblick habe ich, wunderbar. Werde jetzt noch ein bisschen gucken, dass ich meinen Sonnenbrand verarzte. Mach die englische Folge fertig und ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Morgen gibt es vielleicht ein Special von der Ila mit Mario. Mario hat sich angekündigt. Also insofern für alle, die dachten, Mario ist weg. Nein, Mario ist wieder da. Also insofern, bis dann, danke und tschüss.